So und damit hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge von Forza Horizon 3. Heute mal im 2014er Lamborghini Huracan. Einem Auto mit einem netten V10-Triebwerk, nämlich einem 5,2 Liter V10 Saugmotor. Ja, man höre Saugmotor. In heutigen Zeiten auch so große Saugmotoren. Und auch der Nachfolger vom Gallardo mit dem fast gleichen Motor. Genau, viel brauchen wir auch gleich. Also da hat sich nichts verändert, kein Downsizing bei Lambo, finde ich gut. Das ist auch beim quasi Schwestermodell, dem Audi 8, genau, ist auch kein Downsizing, immer noch der gleiche Motor, der dicke V10, so muss das. Natürlich Allradantrieb und ein mega, mega schneller Wagen, auch wiegt auch nicht so viel, nur gut 1,4 Tonnen. Der wird heute mal ausgefahren, würde ich mal sagen. Das ist ein sehr, sehr netter Wagen, der natürlich sehr, sehr ansprechend ist. Und noch zudem das Cover-Auto von Forza Horizon 2, wo wir ja noch in Italien und Frankreich umgefahren sind. Jetzt hier in der Horizon-Reise natürlich auch drin, aber... Naja, und was, achso, es geht da nicht mehr Rennbremse rein. Heißt auch schon was. Und ich meine, sieht der nicht böse aus? Also der Gallardo, der war schon echt nicht schlecht, aber jetzt nochmal der Huracan. Sieht echt böse aus, ne? Wie geil der aussieht, so schön, irgendwie auch so schnittig, so sportlich. Auch natürlich hier hinten die vier dicken Endrohre. So gefällt mir das. Das ist definitiv nach meinem Geschmack. So. Und was auch noch vielleicht gut zu wissen ist, denn dieser Wagen ist nämlich in der Version vom Huracan Performante jetzt zumindest, glaube ich, bisher nur inoffiziell, ich weiß nicht, ob es offiziell ist, der schnellste Wagen auf der Nürburgring Nordschleife. Und das ist jetzt kein Spaß, das soll eigentlich auch ernst sein. Ich habe es zwar noch nicht bisher geglaubt, aber na gut. Denn dieser Wagen ist gefahren auf der Nordschleife als Performante-Variante, das heißt mit, glaube ich, 30 PS mehr Leistung und auch ein wenig weniger Gewicht. Und verbesserte Aerodynamik, eine 6 Minuten 52, irgendwas. Das sind ganze 5 Sekunden weniger als der Pserre-Rekordhalter, der Porsche 918 Spyder. Eine Brit Hypercar, die nur ein quasi sehr performanter Sportwagen, oder Supersportwagen, hat den 918 Kronen abgeknöpft. Das glaube ich halt, wie gesagt, wirklich nicht. Das, ich meine, der war sicherlich schnell, der Wagen, aber sicherlich nicht so schnell. Vor allen Dingen... Der war nämlich noch schneller als der Lamborghini Aventador SV. Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass der auch noch schneller als der Aventador SV ist. Was eigentlich, weil das wird eigentlich keinen Sinn machen. Aber warum sollte der Huracan schneller als der Aventador sein? Das wird irgendwie nicht passen. Weil eigentlich ist ja der Aventador das Spitzenmodell von Lamborghini. Und der sollte auch der schnellste sein. Aber Huracan dachte sich so, ach komm, ist doch noch eine direkte, fast der Bestzeit reinfahren. Läuft bei dem, würde ich sagen. Der Performante wird es hoffentlich in Forza Motorsport 7 geben, da bin ich mal sehr gespannt. Felgen gehen nur hinten größer auf 21er. Echt nur hinten? Was haben wir denn vorne eigentlich? Vorne haben wir 20er. Naja, aber erstmal ein breiterer Reifen natürlich. Oder auch nicht, ich würde gerne auch auf S1 bleiben. Hinten haben wir 305er. Okay, 345er, das ist natürlich... Ja, dann machen wir 345er. Ich würde sagen, 325er reichen. Vorne nehmen wir auch mal einen breiter. Dann dürfte der Wagen somit fertig sein. Haben wir noch eigentlich noch die Dinger hier, die Stabis? Die haben wir, perfekt. Noch eine Schwungschraube vielleicht. Ich meine, Leistung hat er genug mit 610 PS. Das ist ausreichend, okay. Wir wiegen jetzt nur noch 1409 Kilo. Das ist ordentlich. Das ist nicht gerade viel. Für einen Wagen dieser Klasse. Mit Allradantrieb auch, ne? Wiegt auch noch ein bisschen mehr als Heckantrieb. Oh, das wird, glaube ich, richtig nice. Ein schönes V10-Klangkonzert, aber da wird ja nicht so bleiben. Weil gelb ist schön. Achso, die Felgen wollte ich ändern. Ich Idiot. Nee. Die Felgen, die finde ich bei Lamborghinis nicht ganz so gut meistens. Finde ich eher so, aha. Das sind so wie beim Gallardo, die Felgen, so ähnlich. Aber halt, sehen nicht geil aus. Ganz und gar nicht geil. Ach, scheiße. Nehmen wir immer aus der ersten Kategorie Felgen. Fange ich diesmal hinten an. Weil da gibt es auch ziemlich geile. Ich habe da schon sowas ähnliches. Kann man die machen? Nee. Der blaue Rand passt nicht. Ich habe da schon so ein paar Felgen oder eine Felge im Kopf, die ich gerne drauf machen würde. Und auch wahrscheinlich erst 20 Mal genommen habe in den Folgen. Aber wenn die halt geil aussehen, ja, was soll ich dann machen?
Es gibt halt so Felgen, die sehen auf jedem Wagen eigentlich geil aus. Nee, hier war das nicht. Was auch beim letzten. Irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie könnte man die auch machen, ne? Aber halt irgendwie auch nicht. So, wo sind sie denn, die guten? Von welcher Marke waren die überhaupt, ich meine? Ja, das ist die hier. Nee, ich meine, die sind eh viel zu schwer. Für so einen geilen Lambo. Ach komm, lass mal doch mal die Serienfelgen drauf. Die sind halt nicht so schön, aber auch nicht so übertrieben hässlich. So, aber was der Argon von mir bekommt, ist nämlich ein kleines Design, was ich vorhin gerade gemacht habe. Nichts Besonderes, aber hier ist er. Der FSK Huracan. Könnt auch gerne downloaden, wenn ihr möchtet. Halt unter FSK Huracan oder beim Gamertag Fabian Skilling. Deswegen 27.03., deswegen heute ist Aufnahmetag. Vorproduktion für April. Deswegen die Folge ist schon dann wahrscheinlich etwas älter, wenn die rauskommt. Aber das ist ja nicht schlimm. So. Dann gehe ich mal kurz in den, den Drohnenmodus. Zuerst mal ist der Wagen hier in diesem wunderschönen Orange. Das ist eine Normalfarbe von Lamborghini. Die war so drin. Und dann habe ich hier vorne bei der Stoßstange, habe ich das ein bisschen geschwärzt, das Teil unten. Finde ich geil. Dann sind die Felgen, die sind Kohlefaser matt. Denn hier, guck mal das. Ah, nein, Tür zu. Wie gesagt, Tür zu. Da habe ich das Dach oben schwarz gemacht. Bisschen so verbunden. Ich weiß, es ist nicht perfekt geworden, aber weiß man so auf die Schnelle was. Denn hier hinten habe ich das über den Lichtern, also über den Rückleuchten, ein bisschen anders gemacht. Noch schwarz. Alles in sich in sehr schwarzen Akzenten. Und halt noch diese quasi Italien-Flagge. Warte mal, wo ist sie denn hier vorne? Gut zu sehen. Genau. Hier in Rot, Weiß und Grün. Kommt natürlich auf die Sicht an, aber von vorne müsste es, glaube ich, richtig sein. Dann halt von hinten falsch rum, aber davon von vorne richtig. Und das war mir wichtig. Das hat sich sogar. Mein Scheinwerfer hier anmachen. Oh, also dieser Blick, ne? Der ist böse. Der ist richtig, richtig böse. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Mit unserem netten Geschoss hier. Ich meine, komm, ganz ehrlich, die Farbe, die ist doch geil. Also, ich finde auch Lamborghinis passen solche ausgefallene Farben wie Orange oder so ein Knallgelb oder so ein krasses Grün. Das passt bei Lamborghinis, finde ich mega gut. Auch beim Aventador, das ist genau das Gleiche. Also, da sind wirklich so, ich sag mal, exotische Farben richtig was Geiles. Nicht so, was ich Silber, Weiß, Schwarz oder so, Blau fährt jeder. Mal was, ein bisschen was anderes. Das finde ich halt geil. Das steht im Wagen auch wirklich sehr, sehr gut. Aber es ist natürlich ein schöner V10-Motor. Und den werden wir gleich erstmal hören. Gucken, wie das sich so anhört. Deswegen, ich halte mal kurz meinen Mund. Scheiße. Fast jedes Mal, ne? Na komm. Ah, ist das schön. Ich meine, der Sound, der ist natürlich richtig geil. Hört sich an quasi fast wie der R8, aber ist auch nicht verkehrt. Also quasi R8 wie der Lambo ist ja nicht das gleiche, finde ich. Da würde ich jetzt nicht sagen, wenn sich der hat, das dem Motor von dem oder der von dem, dass es eigentlich dem Beifahrer den gleichen Motor fertig ist. Es ist einfach nur geil. Ja, Allradantrieb, mal gucken, was der so kann. So. Noch ein Stück vorfahren, bisschen gerade auf die Straße. So. Und dann würde ich mal einfach mal sagen, Feuer frei. Ah. Diese 610 PS, die sind doch gar nicht mal so schlecht eigentlich für den Vortrieb. Naja, das waren schon wieder 250 km/h. Das ging aber schnell. Aber ist jetzt anders Getriebe, das muss ordentlich kurz. Das muss richtig, richtig schön knackig kurz. Also verhältnismäßig, ne? Jetzt nicht hier im fünften Gang 130 km/h, das natürlich nicht, aber das ist schon ordentlich weiter bekommen. Ja, das kann auch hier auf 0,8. 0,8 unter 3 Sekunden läuft beim Lambo, würde ich sagen.
Richtig schön kurz. So ist, wie es ja quasi dann echt eigentlich auch ist. Da ist er dann auch ziemlich kurz übersetzt, was ich auch gut finde eigentlich. Kann richtig geil beschleunigen. Nee. Zack. Ja, guck mal. Die verlegen immer gerne. Und ist gerade auch 60% hinten. Das ist in Ordnung. Ist mein Ambo wohl nicht schlecht. Der Sound ist einfach göttlich. Viel zu lang. Viel zu lang, mein Freund. Ich werde kurz haben, nicht so. Ja, okay. So. Oh Gott, viel Verkehr. So, was für ein Innenraum hier. Also ein Cockpit quasi wie in einem Kampfjet. Hier digital Ataro. Anzeige da bis 10.000 Drehzahlmesser. Da sind wir dann in den Gang, dritter Gang. Jetzt Geschwindigkeit im kmh. Das ist schon geil, ne? Sound. Uiuiui. Warte mal kurz. Jetzt geht noch ein bisschen kürzer tatsächlich. Ja. Das kann wieder ein bisschen länger. So, die dritte finde ich noch ein bisschen kürzer. So. Jetzt sind wir gerade im wunderschönen Tunnel in Surfers Paradise. Und noch einmal für euch ein kleiner Orgasmus. Also zwischen dem O und dem R natürlich ein H, wegen Ohr, ne? Versteht ihr? Ich weiß ja, scheiße, aber gut. Genießt das nochmal. Alter, ist der laut. So, erstmal ja ein bisschen Gas geben. Alter, der Sound ist ja mega geil. Dieser V10, der ist. Oh. Das ist noch ein richtig geiler Motor. Fuck you, Downsizing, wer braucht das schon? Wir brauchen dicke Motoren. Saugmotoren. Turbos sind auch cool, aber Saugmotoren sind halt auch einfach nur übertrieben geil. Das gibt es halt leider aktuell nicht mehr so oft, diese Klangkonzerte. Nicht schade, aber gut. Ist halt heute nicht mehr so einfach möglich. Alter. Diese Flammen, die da jetzt mal rauskommen. Oder so richtig oft zumindest. Das ist ja ein super fahrender Wagen. Boah. Alter. Richtiger Flammenspucker. Okay, kurzer Lag. Natürlich soll auch das Rennfahren diese Folge nicht zu kurz kommen. Deswegen machen wir mal ein neues Rennen hier. Natürlich in Modern Supercars. Auf dem Bild ein wunderschöner LFA. Dann denke ich mal, bei dem Wagen nicht mithalten kann, aber mal den Namen kurz ändern. So. Das ist ungültig. Keine Ahnung, was ich das nenne. Ich schreibe einfach mal nichts hin. Ups. Geiler Name, ne, oder? Wir fahren am Morgen bei bedecktem Himmel. Aber kein Regen. Deswegen, das sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Und wir sollten auch bei der Konkurrenz eigentlich ganz gut mithalten können.
Denn Lamborghini, die bauen schon echt gute Autos. Also da kann man sich sicher sein, dass das Ding auf jeden Fall ein Topwagen ist. Und immer auch wirklich, ich sag mal, sehr extravagant und aggressiv aussieht. Aber wer sagt noch, er kann nicht böse aussieht, der, ich weiß nicht, der sieht irgendwie fast nicht richtig. So. Gucken wir mal, was so alles heute mitfährt. Mitfahren tut natürlich der R8, quasi der Schwestermodell. Ein i8, ein alter R8. Reventon, Dann noch ein Courant SX Hybrid. Hurricane Edition. 488 fährt mit und ein Nissan GT-R. Nette, nette Autos hier. Sind eigentlich allesamt ziemlich geil. Ist einfach eine richtig geile Klasse. So, Gänge durchschalten. Starten bis jetzt keinen Platz verloren. Mir auch gewundert tatsächlich. Ja, moin. Ja, noch ein bisschen vorsichtig hier. Und der Himmel, der zieht sich auch langsam richtig zu. Sieht auch so ein bisschen nach Regen aus. Will ich jetzt nicht begrüßen, aber ich wäre Allrad zum Glück, deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Jetzt bei so einem, weiß ich, keine Ahnung, einem Hecktriebler auf jeden Fall. So, sechster Platz. Da war kurz ein Grafikbug. Aber wir haben ja noch zwei Runden. So, ein SX, der ist jetzt schon meiner. Den bösen Lambo hier. Oh Gott, das war ziemlich dumm. Aber jetzt schon auf dem vierten vorgerückt. Das war zu früh. Das war wieder zu früh. Ja, komm, alle guten Dinge sind drei. Das war zu spät. Alle guten Dinge. Eigentlich war es gut, aber ich bin einfach vom. Von der Bremse kurz gegangen. Das war nicht gut, aber naja. Ich will jetzt auch nicht 20 Mal zurückspulen, das bringt ja auch nichts. Geht ja auch so. Weil es kein totaler Quatsch oder so, da ein Riesenfehler. Aber ein Fehler war es ja trotzdem. Ja, ist gut, mein Freund. Ich komm noch gleich in die Party nach der Aufnahme. Hallo, lieber Audi. Ich mag dich sehr gerne. Aber. Fucking Lambo, Bitch. Komm, schwingen, wer gewinnt? Nein! Was hat der Audi vor mir? Alter, what the fuck? Hallöchen. Ich will mal kurz anklopfen und Bescheid sagen, dass ich vorbeigehe. Ah, ja, Audi von mir ist hartnäckig. Ist auch nicht schlecht. Wir sind allesamt hier ziemlich schnell unterwegs. Oh, sorry, da mein Freund muss mal ein bisschen mehr aufs Gas treten. Das Gas ist nämlich mein Freund. Das Gaspedal. Das bitte nicht anders denken. Alter, der fährt sich geil, der Lambo, ne? So würde ich sie einfach zu fahren. Ich kann auch sehr viel mit Vollgas nehmen, sehr viele Kurven. Oder sehr viele Kurvenabschnitte. Was wird mein erster Platz an Rundenzeit unter einer Minute? Leider nicht mehr. Ich denke mal so eine Minute 0 und 2. Ja, geschätzt. Eine Minute 0, 2, 6, 0. Damit sogar die beste Rundenzeit. Aber unter einer Minute geht auf jeden Fall noch locker. Das wäre eigentlich kein Problem gewesen, aber gut. Liegt da diesmal am Fahrer. Eigentlich wie immer. Ja, aber es ist drin, das war schon pornös, würde ich sagen. Der Wagen auch noch hier. Nette fast 11.000 EP. Bin ich auch zufrieden mit. Natürlich kann auch mehr geben. Ja, so Richtung 12.000. Naja. Aber immer nur beschweren hilft ja auch nicht.
Denn ändern muss ich es ja schließlich selber. So einen machen wir natürlich noch. Und gönnt sich auch sonst nichts. Was nehmen wir denn Schönes? Ein Sprintrennen klingt eigentlich ganz gut. Ich weiß halt nicht, weil halt am besten nicht die ganzen Rennen immer so oft fahren. Lieber ein wenig Abwechslung reinbringen. Machen wir das hier. Bin ich, glaube ich, bisher gar nicht so oft gefahren. Mach ich einer. Und dass die Strecken sich ja nach 100 Folgen wiederholen, ist ja auch klar. Dass ich da nicht jede Strecke nur einmal fahre, das liegt nahe. Bei 100 Folgen, wie viele Rennen waren das jetzt eigentlich? In 100 Folgen. Auf jeden Fall schon sehr viele. Ist dann die ganzen Fanrennen, die 63, glaube ich. Denn die Meisterschaften bis Folge 100. Und jetzt auch hier quasi jede Folge mindestens zwei Rennen. Plus halt die ganzen, was ich von Kopfrennen, die Nachtduelle und sowas alles. Straßenrennen. Ist ja auch nicht ein wenig. Also dürften mehrere hundert sein, auf jeden Fall. So, mein kleiner Lambo. Komm. Einmal darfst du dich heute noch austoben. Zumindest vor der Aufnahme. Aufnahme bestimmt auch noch ein wenig. So, was haben wir denn hier? Also, anything goes. Was ist denn hier? Sonnenaufgang, Nebel, glaube ich. Naja. Was soll dabei schon schief gehen? Bei dem Lambo geht nämlich nichts schief. So. Ja, Nebel war das. Wieder der Revanton. Der gute Audi. Ein Ferrari FF, sehe ich das richtig? Oder nicht Tuning? Das will ich jetzt nicht nochmal zeigen. So, genau, ein Ferrari FF fährt jetzt auch wieder. Ein Ford GT fährt allerdings auch mit. Und ein Gallardo, also mein Vorgänger. Der Superleggera. Auch ein sehr nettes Auto. Zack. Das ist schon geil. Was ich mal gönne hier so ein Lambo. Kostet ja quasi nichts. Der war so 180 bis 200.000 nackig locker. Also ohne extra Ausstattung. Das ist jedes Mal so. Oh ja, Halleluja. Ein wenig spät. Waren höchstens 3 Meter zu spät. Oder 3,2. Mehr aber auch nicht. Ist halt nicht schlimm, mein Freund. Der Ferrari neben mir, dieser V12. Hat auch was. Schöner V12 Sauger, 6,3 Liter, glaube ich. Ist auch fett. Auch noch Allrad. Als Ferrari ist ja auch nervös, was man nicht so oft sieht. Spiele ich jetzt mal nicht zurück. Komm. Alter, V12. Nein, 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 mein Freund. Lass ich mal kurz zumachen. Das macht einfach Spaß. Das ist wirklich Freude am Fahren. Und ja, ich weiß, das ist kein Audi. So, ein bisschen mehr aus dem Cockpit, würde ich mal sagen. Das Sound im Innenraum, ne? Der Motor eigentlich einfach anbrüllt. Sieht ganz gut aus gerade für uns. Ja. Das wird auch wieder mein Sieg werden. Läuft. Exzellent. Also der Wagen. Mein Fahrer.
Skill diese Folge auf jeden Fall nicht. Naja, aber auf jeden Fall finde ich richtig, richtig geil. Ich bin der Wagen sogar tatsächlich seit dem Horizon 3 draußen ist noch nie gefahren. Ich bin mir extra für diese Folge aufgehoben. Und das hat sich auch definitiv gelohnt. EP-technisch, ja. Für ein kleines Sprintrennen. 9400 P. Kann ich mit leben. Ach, warte, manchmal macht es einen Parkplatz vorne. Mir schön hinzustellen. Oh, geil. Komm, noch einmal. Danke. Es ist einfach schön, der Wagen. Ich würde auch sagen, einer der besten Wagen, die ich je gefahren bin. Das war schon an Horizon 2 so. Hat sich auch nicht geändert, zum Glück. Der Huracan ist einfach. Das ist einfach nur geil. Eigentlich ist an dem Wagen nichts, was ich schlecht finde. Einfach, ich finde einfach alles gut. Das schaffen halt nicht so viele Autos. Deswegen ist es irgendwie was Besonderes für mich. Vielleicht nicht für jeden, aber ich finde es auf jeden Fall wirklich was richtig, richtig Cooles. Ja. Ist die Folge auch leider wieder zu Ende für euch. Tut mir leid, aber. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich kann es ändern, aber ich mache es halt so. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ich es auch in der nächsten Folge wiedersehe mit einem neuen und hoffentlich wieder sehr interessanten Wagen. Also ich weiß, was wir nächste Folge fahren werden. Es wird wahrscheinlich ein extremes Schreckenspielzeug sein. Seid gespannt. Aber auf jeden Fall was richtig Geiles. Jetzt kein Lambo natürlich, das ist klar, aber auch was nicht gerade Langweiliges. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin raus und ciao.